Servus, servus in Wien. Grüß euch wieder. Wir haben eine geile Kunstinstallation von Nino Slav aus Belgrad. Das ist eine coole Geschichte. Da haben uns die Leute im Facebook ihre Bilder geschickt und ich sind jetzt auf der Installation drauf. Also ich glaube, es sind so 10.000 Bilder oder so in der Größenordnung. Ungefähr. Die Galeria 12 hat das alles so verarbeitet, dass es das dann unser Katalogcover ergibt. Aber am besten, das ist schwarz im Erklären, am besten schaut sich das bei uns im Shop einfach selber an. Der Neo, der Tattoo-Artist aus Graz, Zürich, der hat ein paar geile Graphics auf die Wand gesprayt. Ja, kann man auch herzeigen, ist eigentlich ganz lässig geworden. Mir fällt noch einer ein, also der Volcom Corner ist eigentlich ziemlich cool geworden, muss man sagen, der ist echt geil hergestylt. Und es ist so, auch für Volcom haben sie selber gesagt, eigentlich ein ganz neues Konzept, komplett ein neuer Style und ist echt cool geworden. Also, cool. Werden auch vor allem viele Sachen präsentiert, die jetzt nicht unbedingt in alle Shops zum Finden sind. Also wird wirklich ein ganz kleiner Volcom Flagship Store in unserem Flagship Store drin. Ja, ich finde es schon ein ziemlich geiles Feeling, einfach weil es schon ein bisschen das ausdrückt, oder sehr stark das ausdrückt, wofür wir stehen eben. Geile Auswahl für unsere Sportarten und ja, die Architektur, was uns auch wichtig ist, dass wir einfach wirklich ein Statement setzen auch mit sowas. Und wir sind auch mit dem Anspruch da reingegangen in Wien. Wir wollen da klar die Nummer 1 sein in dem Bereich. Und das Feedback, was wir heute gekriegt haben, das beweist, glaube ich, auch, dass wir da am richtigen Weg sind. Und das ist echt. Ich glaube, dass wir es gut gemacht haben. Impression? Shop is like amazing. Bigger than all the other shops from Blue Tomato and it looks really good here. Hab nicht damit gerechnet, dass es so cool wird, wie es jetzt ist. Es ist 3 Stöcke, alles dabei, was man als Boarder haben möchte.
ein Blutometer-Shop in Wien zahlt sich auf jeden Fall aus. Ich glaube schon, dass es hierher gehört. Das ist die einzige Stadt, die es in Österreich gibt. Und da muss man schon vertreten sein. Das haben sie fulminant irgendwie hinbekommen, auf jeden Fall. Ja, der Shop ist cool, der Shop ist groß. Es ist sehr eine gute, übersichtliche Präsentation. Es ist eigentlich für jeden Bereich was da. Es ist sehr gut untergliedert und passt eigentlich sehr geil. Oh, it's awesome. The shop's big. Yeah, it's amazing. Yeah. Ja, ich finde den neuen Shop echt richtig cool. Also ist auf jeden Fall mal ein Statement, wenn man von draußen in die Ecke biegt und die Fassade sieht, ist mal mega. Und hier innen ist es stylmäßig. Top, würde ich sagen. Ja. Also super Design, perfekte Einrichtung. Also ich finde den Shop sehr schön. Es ist wirklich eine mächtige Anzeige für Wien, der Shop. Es sind viele Marken hier drin. Es ist ein richtig cooler Shop geworden und finde ich super gut. Super coole Geschichte. Und bin wachs gar nicht. Also der ist ja riesig, der Shop. Der Shop ist, ich weiß nicht, dreimal so groß wie ein Schladming, glaube ich. So eine große Zentrale, alle Leute vom Osten, die auch zum Snowboarden gehen wollen, fahren durch Wien, die ganzen Ungarn, Tschechen. Also ich glaube, dass der wirklich gut laufen wird und die Wiener haben, glaube ich, schon lange drauf gewartet. Also gerade für einen Boardsportladen, wirklich mit diesem Core-Background, ist es eines der Vorzeigeobjekte in Europa, würde ich sogar sagen, in ganz Europa. Die Größe, wie der Layout ist, wie das Design ist, also ich muss sagen, also wirklich Thumb up, also Hammer. Also ich bin vorhin davor gestanden und habe erstmal gedacht, ein bisschen klein. Nee, Spaß natürlich. Sehr gut, erster Eindruck. Ich habe es ein bisschen verfolgt über die Zeit jetzt, wie es alles gebaut, umgebaut und eingebaut wurde. Und sehr gut. Sehr gut, alles sehr gut geworden. Ich bin verblüfft, dass das Ding so riesengroß ist. Ich habe mir gedacht, ich kenne jetzt den Shop in Graz, ist ja der schon einigermaßen fett, aber der toppt es nur ziemlich, glaube ich. Auch von den Quadratmetern her. Ich bin verblüfft, dass das wirklich so riesig ist. Die Fassade finde ich auch sehr geil mit dem blauen Rand. Super, super gemacht, echt geil. Der erste Eindruck grandios. Also der Store übertrifft sogar meine Erwartungen. Blue Tomato ist immer wieder für Überraschungen gut, sehr innovativ. Und ich muss sagen, der Auftritt heute hier in Wien ist wirklich beeindruckend. Der Store ist sehr gut sortiert, sehr gute Produktpräsentation. Wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, dass unsere Produkte, die Burton-Produkte, sehr, sehr gut präsentiert sind. I'm impressed. Ja, dem kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Der Store ist wunderschön geworden, gefällt uns extrem gut. Produkte sind sehr schön merchandised und ich glaube, dass die Kunden ein super gutes Shopping-Erlebnis hier haben werden. Tja, der neue Blue Tomato in Wien, beeindruckend, ist glaube ich das Einzige, was mir dazu einfällt. Wahnsinnslage, Wahnsinnsgröße, Wahnsinnsauswahl und ja, beeindruckend. Ich glaube, es wird auf jeden Fall die Szene bereichern und eine neue Dynamik in die Szene bringen hier in Wien. Das hat es schon gebraucht, auf jeden Fall. Also ich denke, dass der neue Shop in Wien der Szene wieder einen Impuls gibt und dass das wieder mehr wird und sicher ein neues Publikum ansprechen wird und für die Szene sicher ein Top-Teil ist für Wien. Ich glaube, dass man gerade in Wien doch noch einige Leute aufs Board bringen kann, besonders im Winter aufs Board bringen kann. Und ich denke, dass das der Szene schon bringt da in Wien, ja. Glaube ich schon, ja. Ja, der neue Shop von Blue Tomato in Wien. Ich muss sagen, vom ersten Augenblick, wo ich ihn von außen gesehen habe, war ich echt geflasht. Also es hat sich dann alles auch noch bestätigt, als ich dann reingegangen bin. Ich habe den Laden gesehen im Rohbau und wusste, dass es, sag ich mal, groß ist, dass es ein großes Vorhaben ist, aber dass es dann wirklich am Ende so cool und so hammermäßig umgesetzt wurde, muss ich sagen, also da bin ich wirklich gestoked und freue mich tierisch, dass wir Blue Tomato, das sie auf die Beine gestellt hat. Echt Hammer und mega Respekt. Blue Tomato steht für den Sport, supportet den Sport und ich denke, über das Engagement von Blue Tomato, über kurz oder lang, werden sie die Szene oder werdet ihr die Szene sicherlich in Wien gewinnen können. Ich glaube auch, dass ihr mit diesem Produktplacement, das ihr da habt in dem Shop, einfach die Leute anzieht und ihnen zeigt, was bei Snow, Surf und Skate einfach möglich ist. Und das wird sicher einen guten Impuls geben für die Szene, weil jeder braucht das Material für den Sport
und dadurch werden die Leute sicherlich einfach wieder animiert, einfach mehr davon zu machen. Ich glaube, dass jeder Shop in der Lage dafür sorgt, dass es weniger H&Ms und Zaras Platz haben, in so einer Lage irgendwie ihre Sachen zu verkaufen. Und alles, was irgendwie mit Snowboarden, Skaten, Surf zu tun hat, da ist so ein Shop einfach Gold wert. In so einer Lage, in der Größe, mit der Aussage, mit der Auswahl, Weltklasse. Nur ich dann gehört habe, 3 Stöcke und in Wien habe ich schon ein Jahr darauf gewartet. Also die Erwartungen übertroffen sogar, die Musik super, alles. Die ganzen Angebote sind natürlich auch nicht schlecht, irgendwelche Brettel kaufen mit Bindungen. Okay, voll super. Auf jeden Fall Vollgas, weil es war ja vorher kein Blutometer-Shop in Wien, was eigentlich schon lange gefehlt hat, weil in Graz, Haus und in Schladming, ja, in Wien ist halt eigentlich immer gefehlt und dadurch, dass jetzt da ist und man sieht ja auch den Ansturm heute schon in der Früh gleich, also auf jeden Fall wird das super. Okay, cool. Ist leider, dass die Hagersons dabei sind, das hätte ich noch nicht erwartet, das ist ganz cool. Und ja, großartige Arbeit auf jeden Fall. Ja, keine Wünsche offen. Super alles. Ja, weil ich habe es auf Facebook gelesen und habe mich schon voll gefreut, dass ich endlich einmal aufmache. Ja, ich habe es auch von Freunden gehört, Facebook und so. Hat mich auch schon gefreut. Ja, ja, der Shop gefällt mir voll gut. 3 Stöcke mit riesen Auswahl. Und ja, ich finde den Shop auch gern. Du hast Ich glaube, viel Auswahl und alles und jetzt braucht man nicht immer bestellen. Ja. Haben super gemacht, die Blutometer Crew und ja, mag ich sehr gerne die Leute. Ich finde auch, dass die Blutometer Crew das gut gemacht hat. Das ist leider gerade sehr lieb da alle. Ja. Ja, also ich habe mich auf alle Fälle immer voll gefreut, wie ich gehört habe, wenn in Wien gibt es jetzt einen Blutometer Shop und Blutometer hat einfach halt Snowboard-Sachen. Ich finde Helm, finde Boots, Boards, Quandl, einfach echt alles schon sehr lässig. Das ist wirklich halt einfach voll leibend, finde, dass ihr jetzt mal einen Shop in Wien habt und nicht nur in Schladming oder sonst da. Ja, der neue Shop ist extrem super, riesig groß, große Auswahl, gefällt mir sehr gut. Also es wird die ganze Szene beleben und das glaube ich schon gut. Also es gibt ja dann auch sicher, also wie soll ich sagen, andere Aktivitäten, nicht nur den Shop, sondern also auch Festen und so solche Sachen, das ist schon super. Ist super, also der Shop ist wunderbar so groß und endlich mal viel Auswahl in der Gegend. Okay. Wie auf sowas gewartet, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall auf das gewartet. Also ich bin öfter nach Graz gefahren zum Blutometer und auch online. Also ich habe sehr mich darüber gefreut. Ja, super Shop, riesig, viel Auswahl, 2-stöckig und schaut gut aus. Also vom Style vor allem schaut gut aus. Ich finde ihn auch super, es ist überwältigend schon von draußen her. Also ich bin gestern schon vorbeigefahren mit dem Auto und habe sich echt angestrengt. Der neue Shop gefällt mir irrsinnig gut. Also ich habe mich auch schon eingedeckt. Gefällt mir irrsinnig gut. Ich habe schon vorher davon gehört. Man war extrem, also es ist ziemlich modern eingerichtet und man findet alles, was man will. Und schön bunt. Ja, der Shop gefällt mir total super, weil es echt riesig ist mit den 3 Stockwerken und einfach alles gibt, was man irgendwie brauchen kann. Ja, in dem Shop gibt es irgendwie so viele schöne, bunte Sachen und irgendwie alle möglichen Farben und ja, viel Auswahl, ja. Ich war ehrlich gesagt verwundert, dass es in Wien keinen von diesen Shops gibt, weil eben ich kenne den in Obertauern und da war ich ab und zu und von dem her, es bildet sich ja schon immer so eine gewisse Szene rundherum. Also insofern kann man schon vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen ein Anziehungspunkt ist dann. Ja, ich denke, dass so ein Shop in Wien auf jeden Fall noch gefehlt hat, weil es eigentlich nicht viel gibt, wo man jetzt auch von den Marken her die Sachen kriegt. Da gibt es gerade echt 2-3 Plätze in Wien, wo man was kriegt und eher nur kleine Sachen und da ist so ein Zentrum sicher super. Kommt vorbei, schaut es euch an und ich werde es spüren herin, dass das real ist und dass das Boardsport ist. Und ihr euch da. Meiner Seite nach, also geht's aus, Snowboarden, Skaten, Surfen, Freeskin. Habt einfach einen Spaß und ja, Blutometer, da gibt's den richtigen Stuff dafür.